Herzlich willkommen im Foyer von JUWI in Wörstadt zu unserer Premiere-Vorstellung der Bereiche des operativen Geschäfts in Deutschland. Wir beginnen ganz vorne an der Wertschöpfungskette bei der Akquise. Und ich freue mich, heute Daniel hier zu haben aus dem Bereich Akquisition und Kooperation. Korrekt. Herzlich willkommen, Daniel. Daniel Dankeschön. Fromme. Vielen Dank. Vielleicht magst du dich einmal ganz kurz vorstellen. Sehr gerne. Ich bin gebürtiger Berliner, bin dann im Saarland aber aufgewachsen. Das heißt, aber immer noch eine schöne Region, aber keine Großstadt. Hab da auch mein Abi gemacht und bin jetzt wohnhaft in Stuttgart seit 2 Jahren. Wie hast du JUWI kennengelernt? In Münster habe ich Master Geografie studiert, mit einem Schwerpunkt auch schon erneuerbare Energien und Raumplanung. Und es gab so eine Vortragsreihe von der TU Dortmund, Berufsfelder für Raumplaner und Geografen. Da hatte ich mich angemeldet, bin hingedackelt und dort war auch JUWI vertreten. Auch die haben was vorgestellt, wir waren dann im Regionalbüro in Essen. Dort wurde das ein bisschen vorgestellt, was macht JUWI als Projektentwickler. Und dachte ich, hey, spannend, bewerbe ich mal und zack. Kurz danach war ich schon in Wörstadt und habe dort 2015 angefangen. Bin quasi direkt von der Uni zu JUWI. JUWI die erste Liebe, das erste Unternehmen gewesen, bei dem ich angefangen habe. Ja, 2015 ist jetzt so 8 Jahre her. Wie war denn dein Weg bei JUWI in den letzten 8 Jahren? Ich habe am Anfang in der Projektentwicklung angefangen bei Andreas Adams, unter ihm als Regionalleiter, als Projektentwickler. Habe da aber auch dann nach einer Zeit schon meine erste Führungsposition gemacht als Teamleiter für die ProjektentwicklerInnen. Und bin dann 2018 bei Markus Krebs in die Akquisition gewechselt, damals noch Vertrieb genannt. Wir haben da die Abteilung West gehabt, das heißt die Bundesländer Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, was war's, Hessen, Saarland und ein Teil von Nordrhein-Westfalen. Und habe dann da so 3 Jahre lang noch Akquisition gemacht, bis ich dann 2021 die Bereichsleiterrolle übernommen habe für die Akquisition. Und heute hast du ein relativ großes Team unter dir, mit dem du zusammenarbeitest. Wie viele Leute seid ihr so ungefähr? Wie ist der Bereich strukturiert? Also wir sind insgesamt so ganz grob 85 Personen. Da kommen jetzt nochmal dann 25 Studierende dazu und circa also 15 bis 20 freie AußendienstmitarbeiterInnen, die noch zusätzlich zu den festangestellten AußendienstmitarbeiterInnen arbeiten. Wir haben uns aufgeteilt, das sind 7 Abteilungen, da haben wir so 4 Akquisitionsabteilungen, nennen wir die. Das sind operativ Tätige, die die Projekte vorantreiben. Die sind aufgeteilt in die Regionen in Deutschland, 4 Stück, ganz normal, Nord, Ost, Süd und West. Und die 3 Fachabteilungen sind bei uns das Scouting, die Flächensicherung und die wunderschöne Abteilung wie Powering und Kooperation noch. Mhm. Und die Leute sitzen auch in Wörstadt oder in all den Regionalbüros, die JUWI so hat? Also wir haben natürlich den Anspruch, dass wir in ganz Deutschland vertreten sind als JUWI und dementsprechend sind auch die ProjektleiterInnen überall verteilt, in jedem Standort in Deutschland. Das heißt, wir haben die in allen Bereichen sitzen. Der Außendienst sogar noch ein bisschen mehr verstreut, weil die öfters auch noch mal im Homeoffice sitzen. Auch da ist es natürlich wichtig, dass die näher auch an den Projekten dran sind und auch nochmal flexibler sind. Deswegen haben wir die noch natürlich immer so zugeordnet, den Standorten zugeordnet, aber die sind noch mehr verteilt in Deutschland. Bei den Fachabteilungen ist es so, dass wir es versuchen, die auch so ein bisschen zu streuen jetzt mittlerweile. Es ist aber so, dass die großen Standorte Hannover und Wörstadt schon dominierend sind. Also bei der Flächensicherung haben wir ein Vertragsmanagement in Hannover und eins in Wörstadt, aber darüber hinaus ist jetzt nur beim Scouting gerade der Fall. Da fangen wir das ein bisschen an. Jetzt auch in Brandis haben wir da Kolleginnen und auch in Bochum haben wir Leute sitzen. Das heißt, wir versuchen es mehr zu streuen, aber da ist es schon dominierend, Wörstadt und Hannover. Ja, Daniel, vielen Dank. Sehr gerne. Spannende Einblicke in den Bereich Akquisition und Kooperationen. Ja, viel zu tun bei uns. Ja, das ist. Ne, wir wollen ja die Energiewende voranbringen. Genau. Vielen Dank für deine Zeit. Sehr gerne. Und ja, viel Erfolg dabei. Vielen Dank, Christian. Dankeschön.